Erstmal herzlich willkommen hier auf der Froscon 12 zum zweiten Tag von unserer OSGEO-OSM-Subkonferenz. Wir sind ja das erste Mal hier mit dem FOSGIS-Verein und mit dieser Subkonferenz und hatten gestern schon einen tollen Tag zu OSM-Themen meistens. Heute gibt es eher Themen, die nicht mit OSM zu tun haben, sondern eher im Bereich Software vielleicht angesiedelt sind. Und ich freue mich, dass der Arne Schubert jetzt hier mit dem ersten Vortrag beginnt zu Yaga und Docker-Images. Wir reden sehr viel über Docker, der Arne und ich. Das ist mein Kollege bei der Ware Group und ich freue mich auf den Vortrag. Ja, okay, vielen Dank. Also ich werde jetzt die ersten Folien erstmal so vortragen. Danach hatte ich mir gedacht, machen wir einfach quasi interaktiv zusammen eine Geodateninfrastruktur, die wir auf Basis mit Docker-Containern eben zusammenbauen. Das verrät ja auch quasi der Titel schon. Erstmal zu unserem Yaga-Entwicklungsteam. Wir bestehen aus drei Leuten. Zwei Geografen und einem Entwickler. Ich bin der Entwickler. Wenn mehr Leute danach fragen, es ist tatsächlich hier gegenüber, aber es startet später. Okay. Gut. Dann starten wir jetzt auch weiter durch. Genau, also so viel zu uns und zu unserer Gruppe. Wir machen ganz unterschiedliche Sachen, hauptsächlich aber entwickeln wir Module im Bereich Node.js, haben da unseren eigenen Namespace auf NPM, Yaga heißt er dort, haben da auch schon mehrere Module und Libraries veröffentlicht, unter anderem Leaflet NG2, das ist so das Größte, was wir bisher, würde ich jetzt mal sagen, gemacht haben. Dazu gibt es auch später noch einen weiteren Vortrag, kann man sich dann gerne noch angucken. Darüber hinaus haben wir aber auch noch ein Library, das ETL-Prozesse verarbeiten kann auf Basis von Streams mit Node erstellt und auch zum Beispiel ein Modul, was nur für TypeScript geeignet ist, das Generic GeoJSON, wo ich dann innerhalb von TypeScript auch die Properties von den GeoJSONs ganz genau bestimmen kann. Aber wir sind ja jetzt hier vor allen Dingen für die Sachen, die wir auf Docker gemacht haben. Das hier ist jetzt nur eine kleine Auswahl, größtenteils aber eigentlich danach gerichtet, wie die Downloadzahlen waren. Mich wundert selber immer, dass Solar der meist runtergeladenste Container ist, zumal es ein original offizielles Solar-Image auch gibt. Hier haben wir nur die Komponenten für die Verortung noch hinzugefügt, also dass man auch Multipolygone in Solar bearbeiten oder einen Index daraus erstellen kann. Da ist eigentlich gar nicht ein großartiges Hexenwerk hinter, das ist eigentlich ein recht kleiner Container. MapProxy ist ein Container, den ich auch selber immer wieder gerne nutze, für ganz unterschiedliche Zwecke, sei es auch für kleinere Workshops oder ähnliches. Da ich schon öfters mal das Problem zum Beispiel hatte, wenn jetzt eine Gruppe von Leuten alle gleichzeitig sich die Teils von OSM oder ähnliches runterladen, dass dann ganz schnell plötzlich der OSM-Server sagt, nee, dir gebe ich keine Teils mehr. Und das werden wir jetzt gleich eigentlich auch sehen können. Wenn irgendjemand sowas in Zukunft mal vorhat, der kann sich innerhalb von wenigen Sekunden ein Map-Proxy starten mit Docker eben und wird in diese Probleme dann nicht mehr kommen. Und GeoServer habe ich jetzt auch nochmal mit drauf geschrieben, aber es sind noch einige mehr. Am besten guckt man da einfach auf der Seite vom Docker Hub nochmal, aber den Link zeige ich dann auch nochmal später. So, da war ich jetzt eins zu schnell. Natürlich als erstes braucht man Docker selber, um die Sachen, die ich jetzt gleich zeige, machen zu können. Ich habe extra mal dahinter geschrieben, die Community Edition, die reicht hierfür vollkommen aus. Ich werde auch noch die Folien später veröffentlichen. Da sind dann auch jeweils noch die Links dann immer hinterlegt, sodass man sich das dann auch immer direkt angucken kann und weiter schauen kann. Wir arbeiten jetzt später für unsere GDI, die wir erstellen wollen, hauptsächlich mit Docker Compose. Docker Compose ist so ein kleines Helfer-Tool, wenn man so will, zu Docker, wo ich einfach in einem YAML-File meine Serverlandschaft, wenn man so will, einfach kurz definieren kann. Da muss ich relativ wenig zu schreiben oder sonst was, das ist sehr schnell. Ich muss auch nicht großartig irgendwelche Sachen in der Konsole so stark zumindest einsetzen,
sodass das eigentlich für solche Sachen eine ziemlich tolle Sache ist. Das muss man sich allerdings auf vielen Systemen zusätzlich runterladen. Ich weiß nur, auf Mac OS X ist es direkt dabei, aber zum Beispiel für Debian oder allgemein Linux-Systeme muss man es sich zusätzlich runterladen. Bei Windows weiß ich es jetzt nicht ganz genau, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Müssen wir sonst gucken, aber auf dem hinterlegten Link stehen alle weiteren wichtigen Informationen. So, und wenn man das alles gemacht hat, kann man einfach bei sich in der Konsole mal Docker Info starten. Und hier würde ich nämlich dann auch einfach selber starten, dass ich mich quasi jetzt hinsetze und das interaktiv mit euch zusammen mal einfach alles mache und ausprobiere. So, dafür holen wir uns jetzt, erstmal noch eine Konsole dazu, damit wir das beides nebeneinander sehen. So, und dann fangen wir doch einfach mal an. Mein Docker ist bei mir ja schon installiert. Da bekomme ich also jede Menge Informationen. Die sind jetzt für uns erstmal nicht wichtig, aber wenn ihr diese Informationen und keinen Fehler seht, seid ihr auf jeden Fall schon mal eigentlich relativ weit. Euer Docker sollte laufen. Vielleicht noch vorab, wer hat schon mal mit Docker hier gearbeitet und kennt das? Ein bisschen, aha. Na, dann ist ja sehr gut, weil ich wollte mich jetzt eigentlich erstmal damit starten, ein bisschen Docker vorzustellen und wie man damit arbeiten kann, unabhängig von unserer GDI. Und danach gehen wir dann auch direkt schnell auf die weiteren Schritte ein. Getting Started Guide quasi von Docker selber, zumindest damals hatte immer noch den Whale Sail Container als Beispiel genannt, um das einfach mal auszuprobieren. Das können wir nämlich jetzt hier auch einfach mal machen. Wir gehen also, ich mache die nochmal leer. Wir starten also jetzt einen Docker-Container mit Run. Den Docker-Container, den wir starten wollen, heißt Docker Whale Sail. Der kann nicht viel, der gibt einfach nur einen Text aus, den man ihn weitergibt. Dann führen wir ein Kommando aus auf dem Docker-Container, das Cowsay heißt. Das ist ein ganz normales Programm, was man sich auch auf Ubuntu oder ähnliches runterladen kann, ist aber hier allerdings leicht modifiziert. Und dann können wir ihm einfach, wie bei ganz normalen Bash-Befehlen, quasi Argumente mitgeben. In dem Fall also Hello 12 Frostcon. Und wenn wir das Ganze jetzt hier ausführen, dann hat man gesehen, der hat jetzt quasi den Docker-Container gestartet, den Befehl ausgeführt und den Container direkt beendet, weil er fertig war. Und das ging halt eben innerhalb weniger Sekunden. So, wir sollten eben genau sowas sehen. Kommt hin, würde ich sagen. Also, unser Docker-Container läuft soweit schon mal. Zu sehen, welche Prozesse gerade in Docker laufen, weil die ja immer diese Container starten, dafür können wir Docker PS nutzen. Da finden wir jetzt allerdings gerade noch nichts, weil, wie gesagt, der Container gerade gar nicht mehr am Laufen ist. Der ist einfach nur gestartet, hat seinen Befehl ausgeführt und hat sich dann selber beendet. Wenn wir aber auch die beendeten Prozesse aufgelistet haben wollen, dann können wir das noch um ein Minus A quasi erweitern. Und dann sehen wir nämlich jetzt auch hier, machen wir das hier jetzt gerade mal was breiter, dass also eben vor 50 Sekunden dieser Docker-Container erstellt worden ist, aber jetzt gerade gar nicht mehr am Laufen ist. So, wieder zurück. So, genau, ja, das ist so in etwa das, was wir erwarten, was zurückkommt, hatten wir ja gesehen. So, was ich sehr praktisch finde, was ich, sagen wir mal, bei meinem Start mit Docker so am Anfang gar nicht wusste, wo ich immer froh gewesen wäre, wenn ich das schon früher gewusst hätte, dass man auch im interaktiven Modus einen Container starten kann. Dafür habe ich jetzt hier einfach mal den ganz normalen Debian Standard Container quasi ausgewählt, erweitere quasi das Run um die Flex I und T, also I und T. I steht für Interactive und der T spawnt quasi die TTY meines Systems, sodass ich quasi mit den beiden Befehlen zusammen die richtige interaktive Variante habe. So, und wenn wir nämlich jetzt einfach Docker Run IT Debian für das Debian-Image und bin Bash für eben den Befehl, den ich ausführen möchte, also die Bash, ausführe, sieht man, ich bin jetzt schon direkt
quasi in Anführungszeichen, wie als ob ich SSH genutzt hätte oder vor allen Dingen für die Leute, die viel mit Vagrant gearbeitet hatten, als ob ich jetzt ein Vagrant SSH ausgeführt hätte, direkt auf meinem Docker-System. Und wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich ja eigentlich Mac OS X. Da gibt es ein apt-get-update nicht. Aber hier sieht man jetzt schon, er lädt sich die Pakete von Debian runter. Also ich bin definitiv jetzt auf meinem Debian-System, obwohl ich ja eigentlich auf meinem Mac OS X-System bin. Diesen Schritt finde ich im Allgemeinen auch so sehr praktisch, wenn man zum Beispiel einfach nur mal kurz was ausprobieren will. Wenn ich also jetzt irgendwie, also ich eine Software mal gucken will, was ich installieren muss oder ähnliches, ich kann das ja hier einfach in dem Image machen, installiere mir irgendwelche Sachen, gehe danach einfach mit Exit oder Control-D einfach aus dem Image wieder raus und kann es danach wegwerfen. Also ich verschmutze quasi nicht mein eigenes Betriebssystem mit irgendwelchen Sachen. Ich kann da einfach mal gerade irgendwie ein paar Sachen ausprobieren, was ich wirklich sehr praktisch finde und mittlerweile relativ exzessiv nutze. So, wenn wir Volumes mounten wollen, funktioniert das im Endeffekt mit dem VFLAG. Da muss ich aber dann immer einen absoluten Pfad vom Gastsystem auf den auf das Verzeichnis angeben, dann einen Doppelpunkt und dann einen absoluten Pfad im Docker. Danach kann ich noch einen Doppelpunkt RW oder RO hinzufügen. Das bedeutet dann, dass dieses Verzeichnis entweder read-only oder read-write ist. Aber so habe ich die Möglichkeit, ganz einfach Sachen in mein Docker-Image hereinzubringen. So, das Ganze funktioniert, wenn man so will, auch mit relativen Verzeichnissen über einen Trick, indem ich einfach die Working Directory Variable quasi einfach nutze. Das könnten wir jetzt auch hier einfach mal gerade ausprobieren. Das heißt also, wir mounten das aktuelle Verzeichnis einfach in root zum Beispiel in das Debian-Image. Debian und möchten Binbash haben. So, jetzt sind wir hier, gehen in unser Root-Verzeichnis, das ist bisher noch leer, aber wir könnten jetzt zum Beispiel einfach mal Test touchen. Das heißt, es ist jetzt hier drin. Wenn wir jetzt aber aus diesem Verzeichnis rausgehen, aus dem Image herausgehen und wieder in unserem Startverzeichnis sind, sehen wir, ist auch die Datei jetzt dort angekommen. Also wir können uns damit Dateien, Verzeichnisse oder alles Mögliche relativ einfach hereinladen und von da aus dann weiterarbeiten. Ähnlich funktioniert das auch mit Ports. Hier habe ich noch eine weitere Neuerung. Hier habe ich noch angegeben, dass man quasi Container, die man startet, auch mit einem Namen versehen kann. Ist für mehrere Sachen recht praktisch, vor allen Dingen, wenn ich aus irgendwelchen Gründen wieder auf dieses Image drauf will oder auf den Container drauf will. Aber in dem Sinne führen wir das jetzt hier einfach mal genauso aus, wie es da steht. Das heißt also, wir starten einen neuen Docker-Container, er soll den Namen MapProxy haben und soll den Port 8080 vom Docker-System auf den 8081 in meinem Host-System weiterreichen. Und ich möchte dafür das Jaga.js MapProxy Docker-Image nutzen. Wir starten es, er fährt hoch, er ist schon da. So, und jetzt haben wir nämlich hier auch direkt die Möglichkeit, auf diesen einfach mal zuzugreifen. Das gucken wir uns jetzt gerade einfach mal an und siehe da, da läuft auch schon unser MapProxy. Mit jetzt hier den Standardeinstellungen. So, auch auf aktuell laufende Container habe ich die Möglichkeit zuzugreifen. Das kommt dann nochmal eher dem Vagrant SSH vielleicht näher. Wir haben ja dem Container den Namen MapProxy gegeben, deswegen referenzieren wir den hier wieder mit MapProxy. Hier gilt das gleiche wie für den Run-Befehl, dass wir jetzt hier auch wieder in dem interaktiven Modus drauf zugreifen können. Und auch hier möchten wir wieder Binbash einfach starten. Das können wir also hier jetzt auch einfach nochmal machen und siehe da, wir sind schon direkt auf dem MapProxy eingeklinkt, wie auch immer. Können auf jeden Fall jetzt darauf arbeiten und können auch irgendwelche Sachen verändern oder ähnliches. So, da gehe ich aber jetzt direkt wieder raus, denn wir können auch im nicht interaktiven Modus natürlich ganz genauso Sachen ausführen.
Das zeige ich jetzt hier zum Beispiel mal. Wir führen auch wieder mit exec einen Befehl auf dem Container Map Proxy aus, diesmal nicht im interaktiven Modus, deswegen lassen wir das mit dem IT weg. Und wir möchten jetzt einfach unsere aktuelle Map Proxy Konfiguration einfach mit cut ausgeben. Wenn wir das jetzt einfach so kopieren und einfügen, zack, da ist schon unsere Map Proxy Konfiguration. Die wird dann halt eben auch, wie gesagt, einfach in unsere aktuelle Standard Output weitergeleitet. Also eigentlich verhält sich das da mehr wie ein Prozess oder wie eine Anwendung, die ich starte, als wirklich wie eine virtuelle Maschine oder ähnliches. So, zu guter Letzt, ein paar Sachen, die mich oft gestört hatten, bis dass ich sie dann irgendwann mal gefunden habe, dass es dafür auch gewisse Shortcuts gibt, wenn man so will. Wenn ich hier mit Docker PS mir angucke, was gerade alles läuft, da läuft auf jeden Fall noch hier der andere Container, den kann ich auch mal beenden. Übrigens, bei den meisten Images, die, sagen wir mal, mit exec weitere Befehle dann ausführen, die sie dann danach weiter nutzen, habe ich hier die Möglichkeit mit Ctrl-C auch einfach, wie bei einem normalen Prozess, den als Image hier quasi zu beenden. Also ich bin hier zwar in dem Container drin, aber wenn ich jetzt hier Ctrl-C drücke, sendet dem das Kill, nee, nicht das Kill-Signal, das Secret und ja, der Prozess beendet sich einfach von selber. Also es ist genauso wie, als ob ich ihn eben nicht in der im Docker ausgeführt hätte. So, trotzdem nochmal hier, wir hatten Docker PS ausgeführt, da war eben gerade nur der eine drin, den haben wir jetzt beendet, aber wenn wir jetzt mal A, also für alle Prozesse angeben, hat sich hier schon ganz schön was angesammelt. Die kann ich zwar einzeln mit Docker Remove auch wieder entfernen, ich habe aber auch die Möglichkeit, Docker PS im Quiet-Modus, dafür ist dann hier hinten das Q-Flag noch im Endeffekt. Wir können das ja mal einfach einzeln ausführen, dann na, markiere es. Dann sehen wir nämlich, er gibt uns jetzt nur noch die einzelnen IDs aus. Und wenn wir das nämlich in dieser Form quasi miteinander verknüpfen, dann führen wir ja quasi Docker Remove aus und geben das Ergebnis aus Docker PS AQ weiter nach Bash quasi. Dann beendet er, also dann removed er einfach alle Docker, die ich vorher hatte. Und wenn wir jetzt nochmal Docker PS A ausführen, sehen wir, jetzt haben wir keine laufenden oder auch keine gestoppten Container mehr im Hintergrund. Ich fand das auf jeden Fall eine sehr praktische Sache, um mal schnell gerade seinen Rechner aufzuräumen. Auf einer produktiven Serverumgebung würde ich da allerdings ein bisschen mit aufpassen, wohlgemerkt. Das Gleiche können wir aber auch mit Volumes machen, läuft ganz genauso. Docker hat auch, also im Endeffekt für jeden Container, der sich ein Volume in seiner Konfiguration quasi gibt, legt Docker typischerweise ein Volume an. Da können aber auch ganz schön viel zusammenkommen, vor allen Dingen können dadurch ganz schön viele Daten zusammenkommen, weil in den Volumes halt eben, je nachdem, was man damit macht, natürlich noch viel, viel mehr Daten zusammenkommen können. Und dafür ist also auch dieser Befehl hier mal zwischendurch ganz praktisch, falls man sich mal vielleicht irgendwie fragt, wo ist mein ganzer Festplattenspeicher hingekommen. Mit diesem Befehl könnte man zumindest erstmal mit dem Docker Volume LS mal einfach gucken, was sich da so mittlerweile angesammelt hat. Wenn man da vorher nie so drauf geachtet hat, dann guckt man sich da manchmal gar nicht schlecht um, was da so zusammengekommen ist. So, aber so viel jetzt zu der Einführung von Docker. Die Leute, die mit Docker schon ein bisschen zu tun hatten, können jetzt quasi wieder wach werden und zugucken. Jetzt wird es wahrscheinlich auch für sie wieder interessanter. Wir wollten ja unsere GDI, im Englischen heißt sie SDI, erstellen und das machen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt. Ich hatte ja schon vorhin gesagt, am besten nutzt man dafür nach meiner Meinung dann eher Docker Compose, um eben diese mehreren Images zusammenzufügen und dass sie untereinander interagieren kann und. Das kann man natürlich auch rein theoretisch alles händisch aus der Konsole, wenn man so will, machen oder auch ein selbstgeschriebenes Skript, aber Docker Compose gibt uns eigentlich alles, was wir dafür brauchen. Deswegen würde ich sagen, sollte man das auch damit machen. Ich erstelle das einfach jetzt mal hier direkt in der Konsole. Wir brauchen ein Docker Compose.yaml-File
Und wir kopieren jetzt einfach mal so grob das, was wir vorhin reingeschrieben, also was wir vorhin schon mal gestartet hatten. Wir hatten ja vorhin schon mal ein Map-Proxy gestartet. Das füge ich jetzt hier einfach wieder ein. Ich hatte den gerade eben nur mal, um quasi den Unterschied klar zu machen, was der Host-Port ist und was der Docker-Port ist, auf 81, also 8081 und 8080 gesetzt. Hier habe ich das jetzt einfach erstmal einfach nur durchgereicht. Also es ist, danach ist der Map-Proxy einfach auf Port 8080 in meinem Host-System erreichbar. Sollte er zumindest. So, wir können jetzt unsere Komposition mit Docker Compose up starten. Das machen wir auch einfach mal und sieht dann danach grob ähnlich aus wie den Output, den wir vorher gekriegt hatten. Da wir aber unter Docker Compose die Möglichkeit haben, mehrere Dienste nebeneinander zu starten, wird jetzt hier immer farbig und mit dem jeweiligen Namen der Instanz davor geschrieben, wer diesen Output gerade einfach liefert. So, und auch das können wir jetzt gerade einfach mal ausprobieren. Wir hatten ja hier noch den alten Map-Proxy gestartet. Wir ändern das jetzt hier mal auf 8080 um. Ja, sieht noch genauso aus wie vorher, aber es ist definitiv noch da. Wir können ja einfach mal hier nochmal zurückspringen. Man sieht auch hier direkt, und das ist auch nochmal, finde ich, eine ganz interessante Sache, wie sich die Logs halt eben auch direkt ändern. So kann man sich das auch direkt mit angucken. Man kann aber auch nachträglich mit Docker Log oder Docker Compose Log die Logs auch jederzeit angucken lassen. Also man muss auch nicht den Docker so starten. Es gibt noch das FLEC-D, da komme ich gleich aber auch nochmal, glaube ich, zu. Dann startet er das einfach quasi als Dienst im Hintergrund und dann müsste ich halt eben mit Docker Compose Stop das Ganze wieder stoppen, wenn ich nicht mehr will, dass es ausführt. Jetzt gerade habe ich aber noch die schöne Möglichkeit, dass ich mit Ctrl-C auch hier einfach wieder alles beenden kann und rausgehen kann. So, der Map-Proxy ist bisher noch relativ langweilig, hatte ihn euch gar nicht gezeigt, aber das ist die Standardkonfiguration des Map-Proxys. Da sehe ich eigentlich nicht viel, außer ein großes, weißes, halbtransparentes Viereck mit ein bisschen Text drin. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns doch jetzt einfach mal eine vernünftige Map-Proxy-Konfiguration. Und die heißt mapproxy.yaml. So, das ist der Inhalt unser Map-Proxy-YAML. Ich habe ihn einfach mal hier mit hinzugefügt. Im Endeffekt ist das eine etwas erweiterte Konfiguration. Sie hatte nämlich, also einmal, einerseits ist OpenTopoMap mit drin und OpenStreetMap und die nutzen auch immer die drei zur Verfügung stehenden Mirrors quasi. Also er nutzt hier mit den Subdomains die drei unterschiedlichen Subdomains und fügt sie dann danach eigentlich hier wieder zusammen, sodass ich auch die Server von OpenStreetMap oder OpenTopoMap nicht so überlaste, auch wenn ich sowieso noch zwischenspeichere. So, gut, habe ich jetzt nicht dazu geschrieben, aber jetzt sagen wir einfach nochmal Docker Compose up. Ah ne, gar nicht. Ich muss ja noch die Datei. Ah, war ich zu schnell. hier haben wir nämlich jetzt noch zusätzlich die Datei, die wir als Volume ja hinzufügen müssen. Wir haben ja die MapProxy-Konfiguration erstellt. Die ist jetzt natürlich bisher noch nicht in unserem Docker-Image drin. Das sieht nämlich bisher so aus. Das heißt also, wir fügen uns hier hinten jetzt noch die Volumes hinzu. Wie man sieht, habe ich aber hier direkt zwei Volumes hinzugefügt. Das liegt daran, dass MapProxy seine eigenen Daten ja auch noch, seinen eigenen Cache irgendwo zwischenspeichert. Und wenn ich nicht möchte, dass der zwischen den Sessions oder zwischen dem Starten verloren geht, muss ich mir dafür einfach noch wieder ein Volume anlegen, was ich dann auf den Ordner vom MapProxy setze, also innerhalb des Containers. Muss hier unten allerdings auch noch dann das Volume angeben und dann bleiben die Daten auch immer erhalten. Selbst wenn ich einen Container austausche oder irgendwas mache, dieses Volume bleibt dann einfach hier gespeichert. Und es ist auch ein virtuelles Volume, was Docker vollkommen selber verwaltet. Ich hätte ja sonst auch die Möglichkeit, zum Beispiel einfach ein lokales Verzeichnis bei mir auch zu nutzen.
Noch ein Hinweis nebenher, im Gegensatz zum normalen Docker versteht Docker Compose hier auch relative Pfade. Also ich könnte hier entweder einen absoluten nehmen oder einen relativen, aber dann mit Punkt Slash, weil ansonsten versteht er das hier als quasi virtuelles Valium. Da nur nochmal so als Hinweis drauf zu achten. So, jetzt aber starten wir das Ganze nochmal. Und gucken mal nach. Und siehe da, wir haben jetzt nicht nur OSM und auch nicht nur dieses möchte gern OSM mit dem weißen Feld, sondern wir haben hier ein echtes OSM quasi und die Open Topo Map einfach auch noch mit hinzugefügt. Wie man sieht, innerhalb von Sekunden quasi gestartet. So, wir geben uns aber jetzt hier mit dem Map Proxy alleine nicht zufrieden. Wir wollen ja eine Geodateninfrastruktur haben mit mehr. Deswegen fügen wir jetzt als erstes nochmal einfach einen Geo-Server nach demselben Prinzip hinzu. Na, stopp ein bisschen schneller. Ja, danke. So, dafür öffnen wir wieder unser Docker-Compose-YAML und fügen jetzt... Na, achso, das war der falsche. Na, einfach hier unser Geo-Server Eintrag mit dazu. Und weil wir ja ein Volume erstellen, sonst würde er mit uns meckern, müssen wir hier auch noch das GeoServer Volume danach hinzufügen. So, und wenn wir jetzt wieder Docker Compose absagen, startet er uns nicht nur den Map Proxy, wie wir schon gesehen haben, sondern auch den GeoServer. Hier sieht man jetzt auch so ein bisschen diese unterschiedlichen Farben, die er eben für die Logs verwendet. Das heißt also, wir kommen jetzt nicht nur auf unseren Map-Server drauf zu, sondern wir sollten auch auf der 81 quasi auf den Geo-Server drauf zugreifen können. Und siehe da, da ist er schon. Also nur diese paar Zeilen haben uns einen Geo-Server beschert. So, jetzt finde ich aber persönlich noch den Geo-Server so alleine, ja, nicht langweilig, aber man kann ihn ja noch um eine Postgres-Datenbank anreichern. Dann kann man ja noch viel, viel mehr damit machen. Und genau so fügen wir jetzt noch diesen PostGIS-Eintrag, also das ist nochmal fast forward zu dem, was wir eigentlich vorher hatten, noch mit dazu. Wenn er dann hier beendet hat, oder wir gucken es an, jetzt hat das. So, das heißt also, hier unten fügen wir jetzt einfach PostGIS noch mit hinzu und wir brauchen halt eben auch noch unser PostGIS-Data-Volume, weil auch PostGIS natürlich sich Daten speichert, ups, die wir auch über die Sessions hinweg behalten wollen. Jetzt haben wir noch eine weitere Sache, das hätte ich direkt offen lassen können. Wir wollen ja im Endeffekt im Geo-Server später das PostGIS-Image nutzen. Es wird wahrscheinlich in den meisten Fällen, je nachdem wie ihr das nutzt, nicht einen riesen Unterschied machen, aber diese Option bietet eben das Docker Compose und deswegen sollten wir dieses Depend on PostGIS mit hinzufügen. Das würde dann dadurch bedeuten, dass er quasi erst PostGIS startet, bevor er dann den Geo-Server startet. Das ist zwar, wie gesagt, dadurch, dass wir wahrscheinlich jetzt eh nicht genau in dieser Sekunde irgendwelche Anfragen stellen werden, so tragisch, aber wir wollen es ja hier, wir wollen uns nichts Falsches angewöhnen, deswegen machen wir das direkt richtig. So, darüber hinaus wollen wir aber auch noch diese ganzen PostGIS-Features nutzen. Dafür müssen wir unter anderem auch dieses Create-Extension PostGIS ausführen. Außerdem wollte ich einen Benutzer anlegen, der Frostcon heißt und das Benutzer das Passwort Frostcon hat und so weiter und so fort. Dafür habe ich mir mal irgendwann dieses Startskript quasi geschrieben. Und das fügen wir jetzt quasi auch einfach noch hinzu. Das ist übrigens in vielen, gerade in den offiziellen Images und auch in den Jager-Images, haben wir immer darauf geachtet, ein sogenanntes quasi Docker-Entry-Point-Init-irgendwas.d-Verzeichnis zu haben. Das ist dann im Endeffekt dafür da, dass in dem Moment, wenn ich den Docker-Container starte, nochmal Provisioning-Scripts oder Ähnliches ausgeführt werden kann. So, und genau das nutzen wir halt eben hier auch aus, um einen Benutzer, eine Datenbank und so weiter und so fort schon mal initial immer anzulegen, damit ich da mich nicht weiter drum kümmern muss. Rein theoretisch könnte ich jetzt natürlich auch mich einfach über irgendeinen
Datenbankprogramm oder ähnliches auf die PostGIS einwählen und da halt eben diese Schritte ausführen. Ich mache das aber lieber automatisiert. So, deswegen erstellen wir erstmal den Ordner PostGIS und machen dann die prepare db.sh. So, und fügen das eigentlich im Endeffekt nur ein. So. Damit das jetzt natürlich funktioniert, müssen wir auch noch das Volume auch hier quasi einbinden. Das machen wir dann jetzt hier auch noch gerade. So. Also wir nehmen den PostGIS-Ordner, den wir erstellt haben, und setzen den eben auf dieses Docker-Entry-Point-Init, in dem Fall DB, weil es halt eben eine Datenbank ist. Das ist so dieses typische Schema, was sich unter den Docker-Images irgendwie eingestellt hat. Ich füge das hier direkt im Read-Only-Modus hinzu, da ich überhaupt gar kein Bedürfnis habe, an diesen Daten auch irgendwas innerhalb des Docker-Containers zu schreiben. Also machen wir das jetzt einfach. Und starten doch unser Docker Compose nochmal. Jetzt müssten wir hier eigentlich sehen, wie die Datenbank sich den Benutzer anlegt. Vielleicht allerdings nicht genau, wo er das macht, weil er hier so viel schreibt. Genau, hier hat er alter Role, create Role und so weiter und so fort. Also er hat uns auf jeden Fall an dieser Stelle tatsächlich das Provisioning-Skript jetzt quasi ausgeführt. Unsere Datenbank ist vorbereitet und hat jetzt den Benutzer Froscon mit dem Benutzer Passwort Froscon eben installiert. So, ja, das ist eigentlich schon jetzt erstmal alles, was wir auf Docker Compose und Konsolenebene und machen wollten. Jetzt geht es quasi ans Eingemachte und ich habe das mir jetzt hier nur mal so kurz stichpunktartig aufgeschrieben, was ich eigentlich machen wollte. Das heißt also, wir gehen auf unseren Geo-Server, wir melden uns hier mit Admin Geo-Server an, weil das hier noch der Standardpasswort ist. Dann hatte ich mir, ich mache das glaube ich ein bisschen größer, das ist ein bisschen klein wahrscheinlich. So ist besser, ne? So, jetzt gehen wir auf unsere Arbeitsbereiche. Ich lösche jetzt hier erstmal alle bisherigen raus, weil die brauchen wir gar nicht. Erstellen dafür aber mal einen neuen, den wir Froscon nennen und dem geben wir auch hier die URL. Das müssen wir, obwohl die jetzt nicht so eine großartige Bedeutung erstmal für uns hat. So, und wir können jetzt, aktivieren wir hier noch einfach mal die ganzen Server schon mal. Und ich fülle das ganze Ding einfach mal auf mich grob aus, speichern wir das und der Arbeitsbereich müsste jetzt da sein. So, jetzt wollen wir aber ja noch einen Datenspeicher dazu, dafür haben wir auch uns diese ganze Mühe mit dem PostGIS überhaupt gemacht. Das heißt, auch hier fügen wir einfach eine PostGIS-Datenbank hinzu. Die Datenbank nennen wir auch einfach Froscon. So, und hier ist jetzt eine Besonderheit. Also vorher hatten wir zum Beispiel auch hier den Geo-Server selber über Localhost eben angesprochen. Innerhalb dieses Docker, wo bin ich jetzt hier gelandet? Innerhalb der Docker-Konfiguration, ich habe sie jetzt leider hier nicht komplett, gucken wir sie uns einfach mal ganz kurz hier an. Bekommt aber jeder Host den Namen, den er hier im Docker Compose als Service gegeben bekommen hat. Das heißt also, wenn ich jetzt hier auf die PostGIS-Datenbank drauf zugreifen will, muss ich hier den Namen PostGIS nutzen. Weiter noch wichtig, damit ich überhaupt innerhalb des Dockers darauf, oder des Docker-Netzwerkes, das ich hier erstellt habe, darauf zugreifen kann, ist hier noch wichtig, dass ich das Expose genannt habe. Weil mit Expose sage ich quasi, der Port 5432 soll innerhalb des Docker-Netzwerkes quasi erreichbar sein. Das hatten wir jetzt auch nur bei PostGIS angegeben und bei den anderen nicht. Da haben wir sonst einfach nur Ports genutzt, weil die untereinander gerade gar nicht arbeiten müssen, sollen, wie auch immer. So, und wenn wir das jetzt aber in der Konfiguration jetzt so fortführen, müssen wir also hier PostGIS eintragen. Der Port bleibt der gleiche. Die Datenbank habe ich Froscon genannt. Das Schema bleibt public. Auch der Benutzer heißt Froscon. Und Froscon ist mein super geheimes Passwort, was niemand weiter verraten darf. Also speichern wir das und meine Session ist abgelaufen. Aha.
auch nicht. Also machen wir es nochmal. Also FrostCon. PostGIS. FrostCon heißt die Datenbank. FrostCon heißt der Benutzer. FrostCon wird das Passwort genannt. So. Jetzt haben wir also unsere Datenspeicher prinzipiell angelegt. Allerdings ist in unserer Datenbank bisher noch nichts drin. Das waren aber unsere Schritte, die wir jetzt hier erstmal machen wollten. Gehen wir nochmal durch. Delete all Workspaces. Wir erstellen den neuen Workspace, aktivieren WFS, WMS und WMTS einfach mal und füllen die Kontaktinformationen aus. Haben wir gemacht. So, dann verbinden wir mit der Datenbank. Das haben wir gerade eben auch gemacht. Und wir wollen eigentlich einen neuen Layer hinzufügen, aber wir können gerade keinen neuen Layer anlegen, weil noch gar keiner da ist. Also müssen wir gerade mal zum Beispiel zu QGIS wechseln. Und ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen oder ihr kennt euch so gut mit QGIS aus, dass ihr wisst, was ich jetzt hier mache. Als allererstes könnten wir einfach mal unseren WMS-Server auch hinzufügen, den wir ja mit MapProxy angelegt haben, damit man auch mal sieht, dass es den überhaupt gibt. Den nennen wir dann nämlich auch einfach mal FrostCon, geben die URL ein. Da haben wir auch schon unseren FrostCon und da haben wir einmal OpenStreetMap und OpenTopoMap. Und wenn das Internet hier nicht zu langsam ist, sollte das eigentlich auch funktionieren. Gucken wir mal gerade, was der hier macht. Er versucht sich auf jeden Fall das Image... Ah ja, da ist es ja auch schon. Also unser WMS-Server, den wir angelegt haben, funktioniert auf jeden Fall schon mal. So, jetzt müssen wir aber auch noch eine neue PostGIS-Datenbank hinzufügen. Die lösche ich mal schnell. Da habe ich eigentlich schon hinzugefügt. So, das heißt also, wir gehen auch hier hin und sagen neue Verbindung. Nennen die einfach PostGIS-Docker zum Beispiel. Hatte ich mir das nicht da aufgeschrieben? Genau. Hier in dem Fall ist es ja jetzt wieder Localhost, weil wir die quasi Variante von PostGIS nutzen wollen, die auf unseren Localhost weitergereicht worden ist. Deswegen, hier können wir nicht PostGIS nutzen, weil mein Hostrechner kennt PostGIS überhaupt gar nicht als Hostname. So, muss ich sonst noch? Ja genau, wir müssen noch die Datenbank FrostCon angeben. Wir wollen den Benutzer FrostCon nutzen mit dem FrostCon-Passwort. Und ja, das müsste eigentlich schon alles sein. FrostCon. So. Also wir sehen, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die Verbindung zur Datenbank, aber wir können natürlich noch nichts anlegen, weil eben noch gar keine Daten in der Datenbank drin waren. Also zumindest im Geo-Server können wir noch keinen neuen Layer anlegen. Dafür holen wir uns jetzt einfach mal einen Datensatz, den ich heute noch später in dem anderen Vortrag auch nochmal kurz zeigen werde. Hier geht es eigentlich nur darum, da sind die Geo-Koordinaten der Evoke und der FrostCon im Endeffekt mit drin. Und die fügen wir jetzt hier mal mit hinzu, da sind sie auch schon da. Gehen auch einfach mal hier was näher ran, damit wir auch sehen, was wir da haben. Das Internet ist hier aber gerade was langsam. Egal. Doch, jetzt hat das, ist aber immer noch. Also hier in Köln ist auf jeden Fall der eine Punkt und hier bei Bonn der andere Punkt. So, jetzt benutzen wir aber den Datenbankmanager, einfach um uns diese Daten in die PostGIS hereinzubringen. So, das können wir hier mit Import machen. Wir nehmen die Quelle, das müsste auch schon die richtige sein, richtig, die GeoJSONs. Wir haben einen Primärschlüssel und die Geometriespalte. Wir wollen auch einfach mal einen räumlichen Index erstellen. Ja, und falls was vorhanden ist, aber ist ja nicht, wollen wir es auch ersetzen. Machen wir es einfach mal so. Achso, Tabellenname erfüllen. Achso. Muss ich jetzt nochmal gerade in meiner Präsentation gucken, was ich mir da ausgedacht habe. Tabelle POIS hatte ich die genannt. So. Import war erfolgreich. So, das heißt also jetzt in unserer Datenbank haben wir jetzt hier POIS, eben die zwei Punkte, mit hinzugefügt. So, jetzt gehen wir wieder zurück zum Geo-Server. Wir stehen hier immer noch auf neuen Layer hinzufügen. Ich gucke mal gerade, was meine Session macht.
gucken wir einfach mal so. So, und hier haben wir mich jetzt auch den Arbeitsbereich Froskis. Nein, das wäre Froscon, genau. Na, wo haben wir denn den Layer? Layer hinzufügen. So, und hier haben wir nämlich jetzt auch die gerade neu erstellten POIs aus der PostGIS-Datenbank. Hier können wir jetzt einfach auf Publizieren gehen. Müssen allerdings noch daran denken, zumindest die begrenzenden Rechtecke herauszurechnen. Das sind die weiteren Attribute, die mit dazugegeben worden sind. Und jetzt drücken wir einfach Speichern. Das heißt also, der Dienst müsste jetzt verfügbar sein. Und das heißt, wir können jetzt einfach wieder zurück zu QGIS einfach mal zum Beispiel gehen und den quasi damit gerade neu erstellten WFS-Layer mal einfach versuchen hinzuzufügen. Und dann gucken, wie ich hier die Datenbankverwaltung wegkriege. So. Das heißt also, wir versuchen hier eine neue Verbindung. Froscon, DB, wie auch immer. Dann nehmen wir es WFS. Benutzername und Passwort brauchen wir an dieser Stelle nicht. Und wenn wir jetzt hier gucken, da haben wir schon POIs, die natürlich jetzt genau auf den anderen Punkten liegen. Deswegen ist das prinzipiell etwas langweilig, die zu zeigen. Aber wir probieren es gerade trotzdem mal. So, das heißt also, wenn ich jetzt hier die POIs hinzufügen würde und die anderen wegmache, habe ich die Punkte immer noch weiterhin da. Das heißt also, der Import hat funktioniert. Ich habe also tatsächlich aus meiner GeoJSON heraus das in die Datenbank über GeoServer dann gleichzeitig auch noch den WFS-Server daraus gestartet. Ja, es ist noch mehr möglich. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit wir prinzipiell haben. Ja, ein paar Minuten hätten wir noch. Ich hatte jetzt hier einfach nochmal so zusätzlich als optionales Beispiel mit dazu geschrieben, dass wir jetzt auch zum Beispiel einfach Mapbänder hinzufügen könnten. Das wird halt eben dann ganz genauso funktionieren. Würde ich sonst auch einfach sagen, in Anbetracht dessen, dass wir noch ein paar Minuten Zeit haben, machen wir das sonst einfach noch ganz kurz. Dann sehen wir nämlich auch, dass die Daten jetzt erhalten bleiben, weil wir das ja alles schön in Volumes ausgegliedert haben und damit jetzt unsere Daten nicht mehr verloren gehen. So, dafür. Achso. Was haben wir denn? Das habe ich noch scheinbar in dem anderen Tab geöffnet, genau. So, das heißt also. Wir fügen jetzt einfach hier auch noch den Mapbänder mit hinzu. Die Parameters YAML für den Mapbänder könnte man natürlich genauso jetzt hier einbinden, wie man es gerade eben bei der Mapproxy YAML auch gesehen hat. Ich habe jetzt allerdings keine Mapbänder YAML im Vorfeld großartig erstellt. Deswegen lasse ich das jetzt einfach so. Es funktioniert aber auch schon prinzipiell ganz gut auf den Standardeinstellungen. Ich gucke, dass ich in der richtigen Zeile bin. So, das heißt also vom Image Mapbänder 3 laden wir die ganzen Sachen und auch hier möchten wir jetzt einfach den Port diesmal auf 8000 zum Beispiel einfach weiterreichen. Jetzt probieren wir nochmal den Docker zum Laufen zu kriegen. Er startet jetzt auf jeden Fall auf den Mapbänder 3 schon, wie man sieht. Hier könnte man jetzt natürlich auch noch darauf achten, wenn man jetzt zum Beispiel Daten aus dem Geo-Server beziehen will. Im Mapbänder könnte man natürlich jetzt hier auch wieder ein Depends on Geo-Server und so weiter hinzufügen. Aber wie gesagt, das war jetzt nur ein Beispiel, was ich nochmal hinzugefügt habe, falls man noch genug Zeit hat. Ich wusste nicht genau, wie schnell ich es jetzt hier tatsächlich schaffe. So, wenn wir jetzt aber auf Localhost 8000 gehen, ein bisschen warten, bis das der Cache sich aufgebaut hat. Tada, läuft auch schon der Mapbänder. Das heißt also, auch den können wir uns jetzt dementsprechend einrichten, mit den Datenquellen und verbinden. Und schon sind wir noch einen ganzen Schritt weiter zu unserer einfach in einer Dreiviertelstunde oder halben Stunde aufgebauten GDI. Ja, so. Das war es auch eigentlich schon.
Hier nochmal unsere wichtigsten Informationen quasi zusammengesammelt. Wir sind das Jager Development Team. Ihr könnt uns sonst auch über E-Mail erreichen. Wird uns freuen, wenn ihr uns auf Twitter followt. Wir sind da Jager.js. Auf GitHub haben wir auch den Namen Jager.js, wo ihr alles Weitere auch sonst von uns findet, wo ich auch später die Folien noch hochladen wollte. Und leider habe ich das richtige Docker-Symbol hier nicht richtig hinzugefügt, aber die Module sollen die Docker-Images quasi darstellen. Also auch auf Docker-Hub heißt unser Benutzername quasi Jager.js. In den Folien sind aber, wie gesagt, auch die ganzen Links also drin verlinkt, wie auch immer. Da kann man sich das auch mal alles angucken und sonst vielleicht auch einfach nochmal Stück für Stück zu Hause oder wie auch immer ausprobieren. Ja, so viel dann von mir. Ja, herzlichen Dank, Arne, für die Vorstellung, vor allen Dingen für diese interaktive Vorführung, das wäre super. Ja, gibt's Fragen aus dem Publikum? Sieht jetzt nicht so aus. Okay, genau. Ansonsten, ich bin ja noch hier in der Nähe und laufe immer mal wieder rum, wenn noch jemand so sonst Fragen an mich hat, kann natürlich gerne bei mir mal vorbeikommen. Ja. Ich habe noch eine Ankündigung. Wir haben zwei Vorträge noch in das Programm reingenommen um 14 Uhr. Da ist noch ein freier Slot und da stellen wir die OSGEO, Phosph4G, Phosgis, OpenStreetMap, die Projekte vor. In einer halben Stunde, von 14 bis 14.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 15 Uhr gibt es einen Vortrag zu MapBender. Das ist ein Geoportal-Framework, mit dem man Anwendungen erstellen kann. Also, wenn ihr Lust habt, schaut um 14 Uhr vorbei. Aber herzlichen Dank nochmal, Arne.